Es geht um nichts anderes als die Vorherrschaft in Berlin. Es waren Sätze wie dieser, die im Vorfeld noch mehr Feuer in diese ohnehin schon hochklassige Partie brachten. Berliner Pokalfinale 2017, FC Viktoria 89 Berlin gegen den BFC Dynamo. Zwei Schwergewichte im Berliner Fußball und die große Frage, wer ist hinter Hertha und Union die Nummer 3 in Berlin? Viktoria-Coach Ersan Palatan sieht ein 50-50-Spiel und auch sein Gegenüber René Riedlewitz wollte niemandem die Favoritenrolle zuschieben. Alles ist offen, sagte der Dynamo-Cheftrainer vor dem Spiel. Rein ins Spiel, das von Schiedsrichter Rasmus Jessen geleitet wird. Viktoria von rechts nach links in Himmelblau, Dynamo ganz in Weiß. Die erste Chance gehört den Jungs von Viktoria. Schwerer Patzer in der BFC-Hintermannschaft und dann geht's ganz schnell. RGD auf Ozan Pekdemir. Starker Schuss, noch bessere Parade. Große Kulisse, 6690 Zuschauer im Jahn-Sportpark. Der Großteil der Fans natürlich vom BFC Dynamo. Auf dem Platz ist aber die Viktoria tonangebend. Ecke vom agierenden Pekdemir Gunte einmal und Gunte zweimal. Hände im Kasten, bärenstark. In der Liga konnte Vicky den BFC nicht schlagen, heute sind sie auf einem guten Weg, das zu ändern. Die Trainer ein Spiegelbild der Partie, innere Ruhe bei Palatan und Unzufriedenheit bei Riedlewitz. Der BFC musste was ändern und das tut er auch. Zwei Pässe durch die Mitte, völlig allein vom Tor, Vincent Rabiega. Da war mehr drin für den 21-jährigen Deutschpolen. Auf der anderen Seite dann einstudierte Freistoßvariante. Die BFC-Abwehr pennt völlig. Benjamina! Und Händel bekommt gerade noch die Hände hoch. Und Benjamina deutet es nochmal an. Da hat nicht viel gefehlt. Ein Riesen hatte Himmelblau noch vor der Halbzeit. RGD mit der gefährlichen Eingabe. Und spätestens jetzt muss es 1:0 stehen. Viktoria stärker, aber fahrlässig in der Chancenverwertung. 0:0 zur Pause. Und um den Pott da hinten geht es. Und bei dem konnte man heute schon mal hier vorm Stadion auf Tuchfühlung gehen. Zweite Hälfte, ganz anderes Bild. Der BFC kommt stärker aus der Kabine. Breitfeld will Dennis Srebeni bedienen. Ein Fuß der Viktoria im letzten Moment noch dazwischen. Und bei den Trainern unverändertes Bild. Riedlewitz immer on fire, Palatan die Ruhe selbst. Jetzt hatte der Viktoria-Coach aber mal einen zum Aufringen. Pekdemirs Freistoß mit unangenehmer Flugkurve. Tipp kurz vor Händel, aber der Dynamo-Keeper mit einem starken Nachmittag. Nach 90 Minuten heißt es weiter 0:0. Beide Teams müssen die Kräfte bündeln. Es geht in die Verlängerung. Und die beginnt mit einem Kracher. Hinten rauscht Breustedt an. Otis. Breustedt! 1:0 Dynamo, 96. Minute. Breustedt, der über Bremen, Erfurt und Lüneburg den Weg zu Dynamo fand mit seinem ersten Pokaltor genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Verlängerung hat's in sich. Vicky alles andere als geschockt. RGD, Pfosten! Beinahe die direkte Antwort. RGD fehlende aber die entscheidenden Zentimeter zu seinem 7. Pokaltor. Ein paar Minuten später sollte er es dann aber besser machen. Viktoria versucht es häufiger mit langen Bällen. Und dann ist es Haubitz mit dem Chip in die Mitte und am Ende der Kette steht er dann. RGD! 1:1, Viktoria ist zurück, der Kapitän macht's. Der vor dem Spiel noch zugab, der Pokalsieg ist das Größte, was wir erreichen können. Traumtor. Uhren also wieder auf Null gestellt, aber nicht lange. Srebeni auf Pröger, abseits, ja oder nein, Spiel geht weiter, Kai Pröger. 2:1 Dynamo, Ekstase pur, Flickflack. Und ausgerechnet Pröger, der sein letztes Spiel für Dynamo macht, er geht zu Rot-Weiß Essen. Jetzt bringt er sein Team hier wieder in Führung. Riedlewitz völlig im Jubeltunnel, weiß, jetzt haben wir es fast. Und hier zeigt Pröger nochmal an, steck ihn mir durch. Da noch das Kabinettstückchen. Und der Rest ist einfach nur klasse.
Viktoria schmeißt alles nach vorn. Und der BFC kann kontern und das tut er auch. Und wieder über Pröger. Der packt nochmal den Turbo aus und hat da noch das Auge. 3-1 für den BFC. Deckel drauf. Doppelpack Pröger. Pokaltore 4 und 5. Er wollte diesen Sieg unbedingt. Jetzt schießt er den BFC zum Pokalsieg und sich zum Man of the Match. Kurz darauf ist Schluss. Riedlewitz und der BFC Dynamo schlagen Viktoria, gewinnen zum 5. Mal den Berliner Pokal und hoffen nun auf das große Los im DFB-Pokal.